Unsere Familie, muss ich sagen, besaß ein paar Hektar von Weinbergen. Und die haben auch unter dem Haus, was die gebaut haben, gab es zwei große Weinkeller mit Weinfässern von 120 Liter. Diese Produktion war eigentlich auch Lebensunterhalt der Familie. Und die Weine waren ja wahrscheinlich sehr gut. Und mittlerweile versucht man in Georgien, soweit ich weiß, diese alte Tradition zu pflegen. In der Städtchen Bolnissy, heute heißt Katharinenfeld Bolnissy, pflegt man diese deutsche Kultur. Straßen werden in zwei Sprachen genannt, Georgisch und Deutsch. Und wenn man als Deutscher nach Bolnissy kommt, dann erlebt man die höchste Gastfreundschaftlichkeit. Und dort schätzt man diese deutsche Altkultur.